Hallo und herzlich willkommen zurück zur 69. Folge von Let's Play Minecraft. Ja, ich bin jetzt unten in der Ecke angekommen, wie ihr sehen könnt. Da dieser weiße Punkt unten. Dort ist unser Nemesis. Und ja, ich würde sagen, wir schwimmen jetzt eben einmal kurz dran vorbei. Einfach nur, damit wir endlich die Karte fertig haben. Gut, Karte fertig. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Jetzt sind wir dort. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Und stopp. Jetzt müssen wir eigentlich unsere nächste Karte. Genau. Da ist ein kleines Stückchen zurück. So. Dann geht's hier geradeaus nach oben. Noch ein Unterwassertempel. Ey, was ist denn das? Bin ich jetzt gar nicht von begeistert. Also an Unterwassertempel mangelt es uns nicht. Das haben wir jetzt festgestellt. Ich wollte jetzt einmal nur kurz hier die Sachen loswerden. Deswegen nehme ich jetzt einfach die schnellste Route nach Hause. Und das ist halt durch den Regen im schönen deutschen Wetter. Einmal quer nach oben. Und dann haben wir auch gleich schon ein bisschen von der Karte. Wollen wir uns da keine Sorgen mehr drum machen. Ja. Angedockt. Ja, tatsächlich wurde ich auf dem Weg auch schon von einem Skelett beschossen. Das Boot hat ein bisschen Schaden genommen. Aber ist ja nicht so tragisch. Wir leben noch. Es ist nichts passiert. Jetzt will ich aber nach Hause. Was ist denn das? Wer baut hier einen Graben hin? Schweinerei. Bin ich mal reingefallen. Aber ich habe ja Augen wie ein Luchs. Da fällt mir sowas natürlich sofort auf. Ich bin nach Hause. Lass mich nach Hause. Ah, der Regen hat aufgehört. Ich fühle mich besser. Da ist der Regen wieder. Nein. Ah, hier ist die ruhige Zone. Dann nehmen wir die mal mit. Oh. Also, da war jetzt gerade wirklich was. Aber irgendwas fliegt hier im Zimmer rum. Mann! Ich bin aber auch im Ölen hier. Oh, das glaubt mir kein Mensch. So, ein kleines Stückchen bis nach Hause. Aber das schaffen wir in dieser Folge. Oh.
Wenn wir den gekonnt den Regen ausweichen, dann können wir uns sogar noch ein bisschen unterhalten. Mann, was ist denn das? Ja, ich sage, wir können uns noch ein bisschen unterhalten und ich sage kein Wort und jetzt kommt der Regen wieder und jetzt will ich wieder was sagen. Das ist doch. Nervig. Hier ist schön deutsche Wetter. Hätten die Briten das nicht beim Brexit mitnehmen können? Die sind das doch schon gewohnt. Wir müssen jetzt einfach nur geradeaus. Das sollten wir hinkriegen. Ein bisschen korrigieren. Und da ist unser Haus. Oh. Oh, ist das gut. Es ist schön, zu Hause zu sein. Oh. Es ist, das Lied wieder so laut. Gibt's doch gar nicht. So, ich will den Kartenraum jetzt erstmal. So, Karte 5 war das. Karte 6 kommt dann da unten hin. Ja, was für eine Welt. Ja, dann wollen wir mal die Sachen hier loswerden. Da haben wir noch kein Lagersystem. Hier haben wir Lagersystem. Zauberbücher. So. Papier haben wir gar nichts. Smaragde haben wir. Goldene Pferderüstung haben wir. Bücher haben wir auch keine. Kartoffeln haben wir keine. Pflanzen, haben wir irgendwelche Pflanzen mitgebracht? Nö. Die Seerosen haben wir ja weggeschmissen. Ja, goldener Apfel. Kommt der hier hin? Sattel wieder. Faden. Knochen. Spinnenauge. Schießpulver. Der Pfeil. Dann könnte man ja eigentlich rein theoretisch die Kisten auch noch weiter verwenden. Machen wir hier das TNT rein. So. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Sind eigentlich nur noch Holz und Steinprodukte. Das heißt, wir müssen nach oben. Hey. So, Holz. Schwarzeiche und Fichtenboot. Okay. Da haben wir nichts. Gammelfleisch. Ja. Kohle haben wir keins. Das ist Stein. Da muss aber das hier rein hier. Sand. So.
So. Ah, hier haben wir noch was. Wobei, das kann ich eigentlich. Hatte ich eigentlich sowieso noch was vor mit. Das können wir gleich einschmelzen. Dann war es das eigentlich schon. Ist das hier jetzt mal so eine Tortur? Oh, hier ist es dunkel. Bleib draußen. Keiner mag dich. Na, wenn wir dann schon mal hier sind, können wir auch das bisschen hier eben ernten. Auch wenn noch nicht alles reif ist. Zum Ernten lohnt es allemal. Einfach alles weggehauen. Zack. Was für eine Gaudi hier. Also, die Musik ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu leise. Siehst du, das wollte ich hier auch noch gucken. Oh Mann, ey. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir die rote Beete brauchen. Und Dschungel hatten wir auch noch nicht, oder? Soweit ich mich erinnere. Hm. Hey, der hat eine Lederhose an. Kommt bestimmt aus Bayern. Freilich. Zieh dem Bayern die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Huch. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Monster jagen. Kann ich sein, dass sie hier unseren ganzen Garten verunstalten? Komm her, du. Du Mistding. Was? Noch einer! Kurz von hinten angeschlichen. Sein Sabbern hat ihn verraten. So. Das war es jetzt aber auch. Genug getan für heute. Feierabend, wie das duftet herrlich, deckt dich, fühlt sich gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit totschlagen müssen. Genießen wir mal unseren geilen Ausblick bei Nacht. Von unserem tollen Balkon aus. Die Skelette spielen mit den Pferden. Die Kuh steht da ganz alleine, doof in der Gegend rum. Die Kuh steht auch doof in der Gegend rum. Das Skelett hat uns gesehen. Ach, ist das schön.
Lieber uns scheint eine Spinne rumzurennen. Die Kuh hat Gesellschaft bekommen. Naja. Wir haben unsere Zeit jetzt erfüllt. Heißt, wir gehen jetzt schlafen und sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.